Schachmatt. Nein, 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 nein. Doch, doch, du hast verloren, es tut mir leid. Verflixt. Ich hab dich unterschätzt. Und? Was kriegt die Siegerin? Bist du glücklich? Kannst du mich immer noch ertragen? Ich bin schwierig, es lebt sich nicht sehr leicht mit mir. Das ist Unsinn, schau, was dir meine Augen sagen. Ich lieb dich, Maxim, ich möchte niemals fort von dir. Bist du glücklich? Ich habe noch so viel zu lernen. Manchmal denk ich, dass ich dich dauernd nur blamier. Du bist jung, du hast bestimmt oft Langeweile. Überhaupt nicht. Wahrscheinlich fehlt dir vieles hier. Ich habe doch alles, was ich brauche. Was sollte mir denn fehlen? Ausflüge, Strandpartys. Nein. Freundinnen, Tanzfeste, Einladungen. Alles, was man in deinem Alter halt so macht. Beatrice hat mir erzählt, dass es auf Mandalay jedes Jahr einen Kostümball gab. Lass uns die Tradition fortsetzen. Ein Maskenball, das fände ich lustig. Ach, ich weiß nicht. Aber es würde dir gut tun. Bitte, Maxim, sag ja. Du musst dich auch um gar nichts kümmern. Und ich hätte endlich eine Aufgabe. Na gut. Wenn du es gar so gern willst, du bekommst deinen Kostümball. Oh, danke, Maxim, du bist ein Schatz. Entschuldigen Sie die Störung, Sir. Was gibt es, Mrs. Danvers? Es geht um den Amor. Die Porzellanfigur auf dem Sekretär im Morgenzimmer. Ich fürchte, er wurde gestohlen. Jedenfalls ist er verschwunden. Ich habe Robert ins Verhör genommen, aber er schwört, er hätte nichts damit zu tun. Und? Warum behelligen Sie mich damit? Der Amor war die Lieblingsfigur von Mrs. De Winter. Meißner Porzellan. Das wertvollste Stück im Morgenzimmer, Sir. Wie schrecklich. So schlimm ist das auch wieder nicht. Im Übrigen ist das dein Ressort, Liebes. Maxim, ich habe vergessen, dir das zu sagen. Ich bin schuld. Ich habe den Amor zerbrochen. Du? Warum zum Teufel sagst du das erst jetzt? Ich wollte mir die Figur ansehen. Und da ist sie mir aus der Hand gerutscht. Sie hören es, Mrs. Danvers. Mrs. De Winter hat die Figur zerbrochen und vergessen, es zu erwähnen. Es tut mir sehr leid. Was haben Sie mit den Scherben gemacht, wenn ich fragen darf? Sie sind im Sekretär. Ganz hinten in der rechten Schublade. Wahrscheinlich hat meine Frau befürchtet, sie würden sie verhaften und einsperren, Mrs. Danvers. Ich werde mich bei Robert entschuldigen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass es Madame war, die den Amor zerbrochen hat. Gut. Jetzt wissen Sie es. Ich hoffe, man kann die Figur wiederherstellen. Die Angelegenheit ist höchst bedauerlich. Im Morgenzimmer ist bisher noch nie etwas zu Bruch gegangen, Sir. Es reicht, Mrs. Danvers, Sie können gehen. Bist du böse? Es tut mir leid, das war ein Fehler. Erst die Scherben und dann, dass ich nicht drüber sprach. Ach, vergiss es. Was interessiert mich dieser Neppes? Vergib mir, Maxim. Du reagierst oft wie ein Kind. Ja, das weiß ich. Ich hoffe nur, dass ich dir nicht schade. Mir schaden? Wie? Naja, die Leute tratschen gern. Tratschen gern? Was zum Teufel weißt du von Gerüchten und Tratsch? Gar nichts, ich meine so. Warum hörst du auf Rederei? Mit wem hast du gesprochen? Mit keinem. Wie weißt du dann von dem Geschwätz? Was macht dich so zornig? Gibt's etwas, das ich nicht weiß? Du musst, weiß Gott, nicht alles wissen. Bitte, bitte sei mir nicht mehr böse. Ich lieb dich, ich will dich doch nur besser verstehen. Bist du glücklich? Frag mich nicht. Bist du glücklich? Ach, glücklich, glücklich.
Ich weiß nicht,